Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich bin zum Wiederholungstäter geworden. Ich besaß ja schon ein Nilce Quiete. Ich durfte im Passaround auch damals das Nachfolgemodell oder das Schwestermodell, das Raggio, vorstellen. Und die Begeisterung von damals, die hat mich nie wirklich losgelassen. Das erste Quiete hat mich verlassen. Ja, die Gründe dafür könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Hin und wieder hat man Bock auf was Neues oder irgendeine größere Anschaffung steht an und man trennt sich einfach mal von ein paar Taschenmessern, bevor es dann anschließend weitergeht wie zuvor. Ja, und jetzt hatte ich die Möglichkeit, mal wieder ein Nilce Quiete zu bekommen. Ich habe es im Gebrauchtmarkt gefunden für einen attraktiven Preis. Habe da direkt zugeschlagen und muss ganz ehrlich sagen, ich habe es keine Sekunde lang bereut. Die Quiete war die erste Serie damals, die aufgelegt wurde. Hier haben wir ein bisschen an Informationen. Das Messer sollte als eine Art Klettermesser vermarktet werden, ähnlich wie das Raggio danach auch. Das war immer so als Sports Utility Knife ja, Climbing Knife. Massimo Fantoni scheint da auch eine ganz besondere Beziehung zu diesem Sport zu haben. Und er hatte auch Leute gesucht aus diesem Bereich, die das Messer gerne testen würden. Für mich hat sich das bis heute nicht so hundertprozentig erschlossen, denn ich denke immer noch, ein Taschenmesser mit einer Klinge ohne Spitze, an dem du dich also kaum stechen und verletzen kannst, an dem du dich quasi maximal schneiden könntest, macht absolut Sinn. Warum aber konzipiere ich das Ding dann als Zweihandmesser? Wäre es dann nicht wesentlich sinnvoller, wenn ich irgendwie in der Wand hänge und mich in meinem eigenen Kletterseil verheddert habe? Vielleicht den linken Arm unglücklich auf den Rücken gebunden. Ja, wie soll ich das Messer dann öffnen, ne? Also das ist, naja gut, vielleicht denke ich da zu naiv und habe zu viele Bilder aus irgendwelchen schlechten Filmen im Kopf. Das ist jedenfalls das, was ich mir dabei gedacht habe. Warum das Ding nicht als Einhandfolder konzipieren, wenn ich halt irgendwo mich sichern muss oder mein zweiter Arm aus irgendeinem Grund gerade unbrauchbar ist. Wäre mir nicht ein Einhandmesser viel, viel dienlicher. Ja, ansonsten seht ihr schon, es ist die Version mit Stonewash-Klinge, Griffschalen in weiß oder ehemals weiß. Das Messer ist halt gebraucht und benutzt und entsprechend nicht mehr ganz so shiny und sauber, wie es mal war. Hier seht ihr noch ein paar von den Spezifikationen. Stahl ist der 14C28N, 5960 HRC. Stonewash, Griffschalen aus G10. Washer sind Bronze. 66 Stück gibt es in der Version Stonewash und Weiß. Ich glaube, es waren insgesamt 199 Stück von den Quiet, die gebaut wurden. Also wirklich ein Messer, ja, eine sehr geringe Auflage hat. Und ich glaube, bei verschiedenen Sammlern, na, das blendet ein bisschen zu sehr, hier sieht man es ein bisschen besser, auch definitiv gefragt ist. Hier ist das schöne Stück. Ihr seht schon, rund um die Achsschraube gibt es eine Verfärbung, ansonsten was Fusseln angeht in den kleinen Vertiefungen des G10, sammelt sich halt auch ein ganz klein bisschen der Staub. Alles nicht so tragisch. Ich glaube sogar, dass man, wenn man es zerlegt, die Griffschalen auch sehr schnell wieder schön weiß bekommt. Überhaupt kein Thema. Da ich das Ding auch bei mir führe und dann nutze als EDC, ist das natürlich überhaupt kein Thema. Ja, ihr seht oben den sogenannten Pure Backlock. Ihr könnt vielleicht auch schon sehen, dass das nur ein sehr feiner Streifen Edelstahl ist, der da oben die Funktion übernimmt und hier über dieses ja diese Art Gelenkpin entriegelt. Ne? Also ist wirklich clever gemacht, spart unheimlich an Gewicht. Das Messer verriegelt sehr sicher, sehr sauber. Ich habe in keinster Weise irgendein Klingenspiel, nicht bei dem Modell, nicht bei dem, was ich vorher hatte. Also wirklich, wirklich klasse. Ja, was auffällt, ist so ein ganz klein bisschen diese, ich nenne es mal Staubsaugerform. Wir haben also den Sheepsfoot-Klinge, was ich eben schon sagte. Stechen aus Versehen werde ich mich mit dem Ding wohl kaum. Die Klinge ist auch noch so abgewinkelt, dass ich, wenn ich hinten am Griff greife, mit der Klinge relativ nah an den Boden rankomme. Das heißt, ziehende Schnitte mit viel Klinge sind überhaupt kein Problem. Wenn ich das mal vergleiche mit Messern,
wo die Klinge sich im Grunde in die andere Richtung vom Griff wegbewegt. Also in einem, wenn das jetzt ein negativer Winkel ist, in einem positiven Winkel, dann muss ich das Messer ganz schön abwinkeln, um Richtung Schnitt gut auf einer flachen Oberfläche zu kommen. Ja, also ich muss ziemlich nach unten verwinkeln und schneide dann wirklich nur mit den vordersten 15% der Klinge. Bei dem Quiete habe ich relativ viel Schnittfläche, weswegen das eigentlich eine Klingenform bzw. eine Griffgeometrie zur Klinge ist, die ich mir fast schon für ein Küchenmesser wünschen würde. Ziemlich coole Sache. Wenn ich dann natürlich noch anwinkle, ziehende Schnitte, dann befindet sich die ja, Klingenspitze, nenne ich es mal, ziemlich schnell auf der flachen Ebene und ja, ziehende Schnitte sind mit diesem Messer also die reinste Freude. Ziemlich cool gemacht. Ich habe eine Art Fingerchoil für einen Vorgriff. Allerdings seht ihr schon, der ist anders gestaltet als bei anderen Messern. Der folgt dieser Abwärtslinie, ist durch dieses kleine, diesen kleinen überstehenden Nupsi vom Ricasso natürlich auch nicht ganz so bequem, wie das der grandiose 50-50-Scholl bei Spyderco ist. Also hier gerade, wenn ich hier in den Pinch Grip gehe, das Messer hier im Scholl und oben mit dem Daumen in der Daumenrampe quasi so zusammenkneife, dann habe ich eine Wahnsinnskontrolle über dieses Messer. Das macht das Quiete nicht ganz so gut. Allerdings, ja, dadurch erreiche ich bei einem relativ kompakten Messer einen wirklich komfortablen und vollen Vier-Fingergriff. Das heißt, das Ding erfüllt auf jeden Fall den Zweck, wenn auch, wie gesagt, durch dieses Nupsi hier irgendwann natürlich so ein ganz klein bisschen Druckpunkt entsteht. Also lange so damit arbeiten möchte ich nicht, aber ich glaube, dafür ist dieses Messer auch gar nicht gedacht. Ja, das vermeintliche Jimping sind im Grunde nur diese beiden Wellen hier oben. Beziehungsweise eigentlich sind es drei Wellen und zwei Täler. Ja, Traktion ist da überhaupt nicht gegeben. Allerdings ist das ja, ein schöner Identifikationspunkt, wo der Daumen dann hingehört. Also man greift automatisch an die richtige Stelle und ja, kann das Messer so sehr kontrolliert führen. Ich denke mal, dass diese Einbuchtung hier zwei Zwecke erfüllt. Einmal kann ich mit dem Daumen sehr weit nach vorne greifen, kann dadurch druckvoll arbeiten. Ich kann allerdings auch, wenn ich ziehende Schnitte mache, den Zeigefinger auflegen und so auch ebenfalls sehr kontrolliert und mit etwas mehr Druck einen ziehenden Schnitt vollführen. Alles in allem ist das Messer ja fast schon spartanisch simpel aufgebaut. Klar, der Pure Backlog war etwas Besonderes, gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, ist eine Erfindung von Massimo Fantoni. Die Griffschalen sind ohne Platinen, also das ist eine selbsttragende G10-Konstruktion. Alles in allem auf Minimalismus und Gewichtsersparnis getrimmt. Klinge wird sicher und sauber im Heft gehalten. Klingenstand auch nach mehreren Jahren tipptopp. Geöffnet, wie gesagt, kein Klingenspiel, weder auf, ab noch seitlich. Kann man aber auch erwarten, kostete das Messer anfangs doch knapp 300 Euro. Ja, den Knaller habe ich mir jetzt für zum Schluss aufbewahrt. Tatsächlich, der erste Preis waren, glaube ich, 299 Euro für dieses Messer. Es hat Fans gefunden, es hat Käufer gefunden damals, aber ebenso viele Leute haben natürlich ob des Preises den Kopf geschüttelt, was ich auch ein ganz klein bisschen nachvollziehen konnte. Hab damals das erste in Schwarz, ich glaube auch relativ günstig im Verhältnis zur UVP bekommen und habe dieses Messer sehr schnell lieben gelernt. Das ist auch eines der Messer, wo ich es mehrere Male echt bereut habe, dass ich es abgegeben habe. Und ja, umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt noch mal eins ergattern konnte. Einfach um dieses Gefühl, das dieses Messer einem im Alltag gibt, noch mal ein bisschen aufleben zu lassen. Es wiegt kaum was. Es bietet eine gute bis sehr gute Handlage. Es ist eine interessante Form, eine interessante Optik. Tolles Konzept, was dahinter steht, wenn auch mit dem Klettern das Ganze für mich nicht so 100% nachvollziehbar ist. Es steckt technische Innovation drin mit dem Pure Backlog. Ja, alles in allem sind das schon Faktoren, die ein Produkt für mich interessant machen. Und dadurch, dass dieses Messer
auch noch so hervorragend performt, ja, stellt sich die Frage da schon gar nicht mehr. Das Messer kam scharf zu mir, trotz des gebrauchten Zustands. Ich habe es anschließend noch zwei, dreimal übers Leder gezogen, habe es aber seitdem jetzt auch mehrere Wochen in Benutzung gehabt. Ich weiß also nicht, ob jetzt, ob ich mich jetzt total blamiere, wenn ich nochmal den Unterarm-Rasurtest mache oder ob das tatsächlich auch gelingt. Ja, relativ easy. Also da hast du direkt eine blanke Stelle am Unterarm. Und das ist auch das, was mich damals so beeindruckt hat, der 14C28N in dieser Form, in diesem Messer, ist absolut großartig, schnell, pflegeleicht auf Schärfe zu bringen. Macht richtig, richtig Spaß. So, Video ist schon länger, als ich geplant hatte. Ich hatte gehofft, bei dem unter 10 Minuten zu bleiben. Klingenstärke knapp 3 mm. Stärke hinter dem Anschliff, mittig gemessen. Nicht zu tief, nicht zu hoch. Relativ stramme 0,6. Also, definitiv keine Slicing Queen, aber ihr habt es gerade gesehen, trotzdem prima, prima scharf das Teil. Gewicht des Ganzen, und das ist natürlich für ein EDC immer eine der wichtigsten Disziplinen, 60,3 Gramm. Zum Vergleich, UKPK, wirkliches Leichtgewicht, 48,7. Manley Wasp, ähnliche Größe, 80,7. 60,3. 20 Gramm leichter als das Manley Wasp, 12 Gramm schwerer als das UKPK. Größenvergleich mit den beiden genannten. Nicht ganz einfach, weil so unterschiedliche Geometrie, aber ihr könnt es hoffentlich sehen. Fast identische Größe mit dem Spyderco UKPK. Vielleicht sind es vorne 2, 3 mm mehr für das Nielte. Prima Ergebnis. Das UKPK liegt ja, glaube ich, bei 17,5 cm und ist auch fast der Sweet Spot für viele. Manley Wasp ebenfalls minimal kleiner. Und hier seht ihr vielleicht, dass ihr durch diesen Choil, durch diese Möglichkeit weiter vorzugreifen, deutlich mehr Griff habt als beim Manley Wasp. Und ihr verliert effektive Schneide, sagen wir 6, 7 mm. So, und weil es in der Klingenform dem Nielte nicht unähnlich ist, auch noch das Eckart Schmoll Piccolo. Da fällt auf, ja, das Piccolo ist ein ganzes Stück kleiner. Hier haben wir vielleicht den gravierendsten Unterschied, was die Winkelung angeht im Verhältnis zum Griff. Ich versuche jetzt mal die Schneiden ungefähr auf eine Ebene zu bringen und ihr seht, wie die beiden Griffe da auseinanderlaufen, weil es unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Ansätze sind, die diese beiden Messer verfolgen. Ja, Nielte Quiete, wenn ihr die Chance habt, an eines ranzukommen und beim Preis steht eine 1 vorne. Vorausgesetzt, ihr steht auf das Design und habt Bock auf dieses Messer, dann schlagt zu. Billiger werden die, glaube ich, nicht mehr. Das Radio ist, glaube ich, noch zu beziehen, habe ich lange nicht mehr gecheckt. Beim Quiete, boah, wenn ihr da noch einen Shop findet, der noch irgendeines dieser Varianten auf Lager hat, dann ja, ist das fast wie ein Sechser im Lotto. Wenn ihr so ein Ding neu findet und das Ding kostet nicht die ursprünglich veranschlagten 300 Euro, schlagt auch dazu. Das Ding ist auf jeden Fall ja ein kleines Stückchen Messergeschichte, wenn es auch immer noch ein Exot ist, den nicht viele Leute kennen. Ich liebe das Teil, ich finde es absolut toll. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich noch mal eins abgreifen konnte. Nielte Quiete, Massimo Fantoni. Ich hoffe einfach, dass aus dieser Richtung noch mal irgendwas kommen wird. Ist auf jeden Fall eine Bereicherung, meiner Meinung nach. Gut, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen wunderbare Weihnachtstage. Genießt die Zeit, kommt zur Ruhe, schaltet ein bisschen ab, tut nur das, was euch selber gut tut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.